Ja, das ist ein Riesenwerk, ein Koloss. Und was speziell ist, einfach, dass wir diese Woche einen Dirigenten haben, der aus dieser ganzen Chortradition kommt und der einfach einen ganz speziellen Zugang zu diesem Werk hat. Und ich denke, das ist für alle Beteiligten und auch fürs Publikum wahnsinnig spannend. Vielleicht ein bisschen was Spezielles, aber das hat mich total gefesselt. Das sind diese, vor allem die eine afghanische Rapperin, die ihr Können und die Musik, die sie macht, dafür einsetzt, um auf Ungerechtigkeit und sexuelle Ausbeutung und all diese Dinge aufmerksam zu machen. Und ich habe festgestellt, dass es diverse von denen gibt. Und das finde ich toll, wenn junge Leute ihr Talent und die Musik dazu benutzen, solchen Dingen nachzugehen.